Pathfinding, 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 Pathfinding. Und los! Neue Nudeln. Mein Name ist Tom und ich programmiere ein Spiel. Und heute geht es um etwas ganz Besonderes. Eine Unterkategorie der künstlichen Intelligenz ist das sogenannte Pathfinding. Das bedeutet, wie man den schnellsten, besten und schnellsten Weg von A nach B findet. Und ein sehr verbreiteter Pathfinding-Algorithmus ist der A-Stern-Algorithmus. Und den schauen wir beide uns jetzt einfach mal an. Also gleich vorweg, ich verzichte hier auf so Informatikbegriffe wie Graph, Kanten, Diskette oder Binärbaum. Ich zeige dir einfach anhand eines Beispiels, wie der A-Stern-Algorithmus funktioniert. Das hier ist ein 5x5 Kacheln großes Feld. S ist der Startpunkt, Z ist der Zielpunkt und die schwarzen Kacheln sind nicht begehbar. Nun brauchen wir noch zwei Listen. Die eine List heißt OpenList. Dort sind alle Kacheln, die wir kennen, aber noch nicht untersucht haben. Und die Close-List, in der alle Kacheln sind, die wir bereits untersucht haben. Und unsere Startkachel packen wir von Anfang an in die Open-List, denn die gilt es ja zuerst zu untersuchen. Wie du siehst, wird dort ein Wert berechnet. Dieser Wert setzt sich zusammen aus den bisherigen Kosten, den Kosten, die dieses Feld verursachen würde, wenn man darauf tritt, und einer Schätzung, wie teuer es noch bis zum Ziel ist. Die Schätzung habe ich ganz einfach implementiert, da habe ich einfach gesagt, wie viele Kacheln sind denn noch bis zum Ziel, wenn es keine Hindernisse geben würde? Und dieser Wert, der dort steht, der ist für den Suchalgorithmus wichtig. Denn nun beginnt die Schleife. Ja, die Schleife. Wir gucken in die Open List und suchen dort den Eintrag mit dem niedrigsten Wert. Da wir ja nur einen Eintrag haben, unseren Startpunkt, ist das der niedrigste Wert. Nun gucken wir uns alle Nachbarn von diesem Feld an und fügen sie der Open List hinzu, wenn sie nicht schon in einer der beiden Listen stehen und sie müssen natürlich begehbar sein. Wichtig ist hierbei bei den neu hinzugefügten Elementen, dass wir uns merken, von wo wir gekommen sind. Das habe ich in der Grafik mal mit einem Pfeil dargestellt. Und da das Startfeld jetzt auf alle seine Nachbarn hin untersucht wurde, können wir es aus der Open List rausnehmen und in die Closed List setzen. Und das war schon die ganze Schleife. Das kommt jetzt immer wieder und gucken wir uns jetzt auch noch ein bisschen an. Wir suchen in der Open List einfach wieder den niedrigsten Wert. Gibt es jetzt mehrere Elemente, die den gleichen niedrigsten Wert haben, dann habe ich immer einfach das erste genommen. Dann wieder alle Nachbarn, die noch nicht in irgendeiner Liste sind und begehbar sind, in die Open List packen und das eben untersuchte Element in die Close List packen. Aber wann ist der Algorithmus denn jetzt eigentlich fertig? Wenn eines der Nachbarfelder des aktuell untersuchten Elementes das Zielfeld ist? Leider nein, denn es könnte immer noch irgendwie einen anderen, schnelleren Weg geben, der auf dieses letzte Feld zeigt. Das passiert aber nur, wenn es Felder gibt, die unterschiedliche Kosten verursachen. Zum Beispiel Schlamm, wo der viel länger dauert, um durchzugehen, könnte man zum Beispiel mit doppelten Bewegungskosten machen. So richtig fertig ist A-Stern erst dann, wenn als schnellstes Glied in der Open List der Zielpunkt zurückgegeben wird. Da es ja kein anderes Element mehr geben kann, welches schneller ist, da ja die Werte immer nur größer werden und nicht kleiner. Und das ist auch eine kleine Nebenbesonderheit des A-Stern-Algorithmus. Es geht immer nur mit positiven Kosten, nicht mit negativen. Ich empfehle dir auf jeden Fall, nimm ein Blatt Papier und exerziere das komplett ohne PC durch, weil dann verstehst du es einfach besser. Und weil ich dich so lieb habe, habe ich das Ganze einigermaßen grafisch ansprechend auch mal durchprogrammiert. Du kannst hier dem Algorithmus beim Arbeiten zuschauen. Grün sind die Elemente der Open List, rot sind die abgearbeiteten Elemente, die in der Closed List sitzen und den Pfad des aktuell besten Elementes siehst du auch immer. Und sogar bei einem Labyrinth kommt der A-Stern-Algorithmus, der aussieht wie ein betrunkener Kobold, irgendwann ans richtige Ziel und dann aber auch mit dem schnellsten und besten Weg. In der Videobeschreibung kannst du dieses kleine Programm runterholen, auch mit komplettem NetBeans-Projekt und dem richtigen Code und alle drum und dran. Ich habe den noch einigermaßen mit Rechtschreibfehlern dokumentiert und all dem Scheiß. Und ich hoffe, dass dir das ein bisschen hilft, mit diesem Algorithmus schneller klarzukommen. Denn wenn man sich Wiki durchliest, dann versteht man erstmal überhaupt nichts. Aber wenn man das dann anhand des Beispiels mal durchprobiert, dann ist das relativ einfach. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Lass vielleicht einen Kommentar da. Bis zum nächsten Mal. Thank you.